Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Scott Whiskers and the Search of Mr. Fumbleblum. Ich war jetzt bei Eddie, wüsste nicht, was ich muss jetzt alle Schauplätze mal durchgucken. Ihr wisst, mir fehlt ein Atomkraftwerk oder irgendein Antrieb für Strom. Mit was treibt man Strom an? Atomstrom? Windkraft? Kohlekraft? Wie kriege ich das im Wald? Okay, wo können wir noch hier? Wo könnten wir was übersehen oder vergessen haben? Oder vielleicht was zu Hause des Scott? Scottische Hosentasche Atomkraftwerk hier irgendwo liegen? Mit der Kugel wird es wohl nicht gehen, ne? Das Ladekabel, aber das kann ich nicht nehmen. Nee. Okay. Gehen wir nochmal in dein interessantes Badezimmer. Ich glaube, ich habe da so ziemlich alles gemacht, ne? Okay, gehen wir wieder raus. Ich frage mich übrigens immer noch, wo der Inspektor ist. Polizeirevier, aber da kann ich noch nicht. Oh nee, du war ich, du gabst es nicht. Eine Poststation kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich doch, hallo? Irgendwas übersehen habe. Die Kiste sind immer noch sehr interessant gestapelt. Ich do neikum, weiß ich auch noch nicht. Eieiei, noch viel zu tun in dem Spiel. Okay, mal gucken sie uns einfach nochmal an. Vielleicht habe ich auch wieder was übersehen, war wieder zu eilig. Zu voreilig. Ihr kennt mich, ich bin immer so voreilig. Wenn da was klappt und dann... Vielleicht kann ich du auch noch irgendwo hier. Vielleicht ist du auch noch was drin. Liegt du irgendwas? Oh, guck mal, da liegt ein Mitarbeiterausweis. Kann ich den nehmen? Ich kann auch mal untersuchen. Was das scheint ein Blanko-Mitarbeiterausweis der hiesigen Post zu sein. Vermutlich, um Lieferanten Zugang zum Filmset zu ermöglichen. Sehr nice. Warte. Nimm Mitarbeiterausweis. Toll, ein Blanko-Mitarbeiterausweis der Post. Ja, wie? Wenn ich den ausfülle, erhalte ich sicherlich Zugang zu verborgenen Schätzen. Yes, yes. Als Postangestellter genießt man... Das werden wir tun. Ich muss es wahrscheinlich ausfüllen. Der tolle Generator könnte theoretisch Strom für die Ewigkeit liefern. Strom für die Ewigkeit. Ich weiß nur nicht, wie diese Art rein... Antriebsmodul. Mhm. Gibt es ein Fahrrad irgendwo? Dann lasse ich Scott einfach strampeln. Es wäre eine Option, Strom zu produzieren, ne? So, warte. Ich will was probieren. Ich brauche einen Kugelschreiber. Und jetzt geh mal wieder hin in die Katakombe. Die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Aber die Mine des Kugelschreibers ist vollständig entleert. Vielleicht finde ich ja eine kreative Möglichkeit, sie wieder aufzuladen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich habe so einfach mal so, ne, Kugelschreiber, so eine Kiste und die Hälfte von ist leer. Man schmeißt sie irgendwie nie fort, ich muss es mal machen. Jedes Mal, wenn ich dann was zum Schreiben suche, habe ich einen leeren in der Hand. Würde mich mal interessieren, wie man die kreativ aufladen kann. Ich würde das sofort tun. Wäre das nicht toll, wenn das jetzt geklappt hätte? Ich habe mich schon gefreut, um Ihnen einzugehen. Mit was lade ich denn das auf? Oh, Hilfe. Gibt es irgendwo Tinte? Habe ich irgendwo Tinte übersehen? Komplett leer. Blut. Ich habe eine Kosmetiktasche. Kann ich es mit Schminke auffüllen? Nein, das wird so nichts. Oh je, heraus. Da freut man sich, ein Stück weiter zu sein. Dann steht man vor der nächsten Herausforderung. Gibt es irgendwo Blut? Ich wüsste nicht, dass irgendwo eine Stempelkiste oder Tinte gesehen habe. Wir gucken uns jetzt erstmal den Filmset noch um. Vielleicht gibt es da noch was. Oha. Wird ein Western gedreht. Kann du wirklich nur den Tote Pfahl abklicken? Okay.
Das irgendwie sieht da unfertig aus, ne? Du brauchst mal Eddie. Der Totempfahl ist wirklich beeindruckend. Ach, der Regisseur. Wirkt aber noch unfertig. Der zuständige Zimmermann hat leider aufgrund der Kürzungen beim Budget das Weite gesucht. Aha. Und nun fehlt mir ein fähiger Ersatzhandwerker. Ich hätte da eine Idee. James Pollock. Darf ich kurz stören? Haben Sie zufällig irgendwo eine große, weiße, flauschige Katze gesehen? Wie bitte? Was für eine Katze? Groß, weiß und flauschig. Kam vermutlich mit einem Paket mit Flohkämmen hier an. Sag mal, Junge, bist du auf Droge? Das bin ich nach vor. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Und ehrlich gesagt habe ich auch genug eigene Probleme hier. Bist du eventuell ein weiteres Problem? Nein. Ich denke nicht. Ich bin ein bekannter Problemlöser. Wo genau hängt es denn? Drehen Sie hier einen Film? Ich liebe Filme. Ja, leider. Wieso? Die Produktionsfirma hat mich durch einen rechtlichen Winkelzug vertraglich dazu verpflichtet, diesen Quatsch hier zu realisieren. Oha. Und wie erwartet, gibt es nichts als Probleme hier. Die Welt will vermutlich einfach nicht, dass dieser Film je das Licht der Welt erblickt. Und das wäre mir auch sehr recht. Ich möchte ungern meinen Namen im Abspann dieses Machwerks sehen. Oh mein Gott. Ich bin Künstler und habe mir meinen guten Ruf als renommierter Regisseur und Autor hart erarbeitet. Sie klingen ja wenig begeistert. Wie heißt denn Ihr neuer Film? Wird das hier ein Western? Ich liebe Western. Cowwolf, die Bestie der blutigen Wälder. Oh, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Mysteriös und vieldeutig. Wieso sind die Wälder denn so blutig? Vampire. Oh. Wie bitte? Die drei Töchter des Häuptlings. Sie sind Vampire. Wirklich? Und sie haben sich alle in den gleichen gut aussehenden Werwolf verliebt? In den gleich gut aussehenden Cowboy. Cowboy? Werwolf? Ein Cowwolf. Na, das klingt mal echt interessant. Quatsch! Sag doch, wie es ist! Das klingt nach absolutem Unsinn! Also ein Romantik-Horror-Western? Ja, so in der Art. Die Produktionsfirma ist der Meinung, dass das derzeit total angesagt ist bei der Zielgruppe. Und Sie klingen wenig begeistert? Ich kenne da ein kleines Mädchen, das hellauf begeistert wäre. Mhm. Wäre ich nicht vertraglich gebunden, würde ich dieses Projekt nicht mit der Kneifzange anfassen. Ich war Berater und Regieassistent bei solch Klassikern wie Der mit dem Wolf tanzt und Der letzte Mohikaner. Und das Produktionsstudio ist wohl der Meinung, mein Name im Abspann würde auch die Zielgruppe besagter Filme ansprechen. Aber ich erwähnte es ja schon, eher gefriert die Hölle, als dass mein Name im Abspann dieses Machwerks auftaucht. Nichtsdestotrotz möchte ich auch dieses Projekt auf einem handwerklich und authentisch hohen Niveau realisieren. Was jedoch gar nicht so einfach ist, da die Studiobosse keinen Schimmer vom Wilden Westen haben. Und den Großteil des Budgets in den Star des Films, Clint Eckenthorpe, investiert haben. Was nun jedoch, mangels Geld, zu einer Reihe von Problemen geführt hat. Erwähnte ich schon, dass ich ein professioneller Problemlöser bin? Wo genau hängt es denn? Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Das Set ist handwerklich unterstes Budget. Die Zelte sind billige Sperrholzattrappen und die Wiese ist Kunstrasen, irgendwo auf einem Golfplatz geklaut. Und der Tischler des Totenpfahls hat, mangels Bezahlung, nach der Hälfte der Arbeit das Weite gesucht. Ebenfalls aus Gründen des Budgets wurden alle Komparsen gefeuert, genau wie der jugendliche, nie um einen lustigen Spruch verlegene, Sidekick unseres Stars. Puh, das klingt in der Tat nach einer Menge Probleme. Mhm. Oh, das war noch bei weitem nicht alles. Der altersschwache Stromgenerator, der das Set und insbesondere die Beleuchtung mit Strom versorgt, hat vor kurzem seinen Geist aufgegeben. Und zu guter Letzt befindet sich mein Star im Hungerstreik, seit die Zufahrtsbrücke eingestürzt ist, man einen kilometerlangen Umweg fahren muss und infolgedessen das Catering eingestellt wurde. Sie meinen, er streikt, weil er Hunger hat?
Ja, das sagte ich doch. Und versuch mal hier in den Wald eine Pizza zu bestellen. Kein Pizzadienst liefert bis hierher. Verdammt, ich wüsste nicht mal, was ich als Adresse angeben sollte. Der dritte Baum hinter dem Waschbärbau? Du siehst, mein Junge, das Projekt ist im Grunde zum Scheitern verurteilt und wird vermutlich auf ewig ein Schandfleck in meiner Vita bleiben. Das tut mir leid. Wenn es meine Zeit zulässt, werde ich mal schauen, ob ich Ihnen bei der ein oder anderen Sache behilflich sein kann. Auch wenn ich derzeit eigentlich andere Prioritäten habe. Aber wir Leute vom Film müssen ja schließlich zusammenhalten. Du arbeitest auch beim Film? Habe ich. Derzeit leider im Ruhestand. Aber meine Eltern sind auch heute noch der Meinung, dass die Videoaufzeichnung meiner Einschulung der Hit des Jahres war. Verstehe. Na, auf jeden Fall danke für deinen Eifer. Jetzt möchte ich dich aber bitten, mich weiterarbeiten zu lassen. Ich bin dabei, mir ein paar spektakuläre Kameraeinstellungen für den morgigen Drehtag auszudenken. Was mangels Schauspieler, Kulisse und gutem Licht eine echte Herausforderung wird. Vielleicht filme ich ja einfach nur ein paar niedliche Waschbären und Babyfüchse. Oha. Okay, interessant. So, wer ist der da? Howdy, Kleiner. Howdy. Ohne Foto $100 und mit Selfie $150. Wie bitte? Autogramm ohne Foto kostet $100 und mit Selfie $150. Du bist doch für ein Autogramm hier. Ja, eigentlich hätte ich gerne ein Autogramm. Ich bin ein großer Fan deiner Filme. Aber das kann ich mir unmöglich leisten. Nimmst du vielleicht auch eine streng riechende Busfahrkarte in Zahlung? Der nächste Monat ist sogar schon bezahlt. Nee, Kleiner. Nur Wahres ist Wahres. Dann will ich kennst. War's das dann? Du störst mich hier bei der Arbeit. Entschuldige. Ich möchte eigentlich auch gar nicht stören. Aber du bist doch Clint Eckenthorpe, richtig? Der Clint Eckenthorpe? Held von so legendären Kinohits wie Rache des Murmeltiers, Blutiger Eistee Teil 1 bis 5 und einen meiner Lieblingsfilme, Schwerelos auf Uranus. Hey, schuldig im Sinne der Anklage. Meine Vorjahresautogramme kosten übrigens nur die Hälfte. Leider noch immer zu teuer für mich. Können wir nicht einfach nur ein wenig plaudern? Du scheinst ja im Moment etwas Zeit zu haben. Und ich bekomme nicht jeden Tag die Chance, einen der größten Filmstars der Welt zu treffen. Von mir aus. Aber mach es bitte trotzdem kurz, Kleiner. Zeit ist Geld. Und manch einem seine Zeit ist mehr wert als die von anderen. Versprochen. Ach Mist, jetzt habe ich meinen Zettel mit den Fragen nicht dabei, die ich mir ausgedacht hatte, wenn ich dich jemals treffen würde. Dann sind wir hier also durch, Kleiner? Nein, wie bist du in solch einer Billigproduktion wie dieser gelandet? Ist der Film vom Budget her nicht weit unter deiner Würde? Ah, weißt du, Kleiner, das Gesamtbudget eines Films interessiert mich eher weniger. Solange die Produzenten nur die Kohle für mein Budget bereitstellen können, ist's mir egal, ob es ein Blockbuster ist oder ein Arthouse-Film wie der hier. Ich bin da nicht wählerisch. Du denkst, das sei hier eine Art Arthouse-Film? Naja, das ist es, wie ihn mir mein Agent beschrieben hat. Aber vermutlich ist es wirklich nur ein billiger Horrorstreifen mit einem berühmten Regisseur, noch berühmteren Star des Films. Ist mir aber auch eigentlich egal, solange die Kohle stimmt. Was mich an dem Film aber wirklich massiv stört, ist das quasi nicht vorhandene Catering. James faselt zwar irgendwas von einer eingestürzten Zufahrtsbrücke, aber ich habe einen strengen Ernährungsplan einzuhalten. Und ohne meine tägliche vegetarische Spezialkost kann ich unmöglich meinen Marktwert erhalten. Mein Körper ist ein Tempel, Kleiner. Ein Tempel. Leider derzeit akut einsturzgefährdet. Oh, und deswegen... Deswegen nehme ich mir das Recht heraus, von meinem mir vertraglich zugesicherten Gewerkschaftsrechten Gebrauch zu machen und streike. Oh, deswegen steht Mr. Pollock also kurz vor dem Nervenzusammenbruch? Ja, schätze schon. Versteh mich nicht falsch.
Ich mag James und wie er verzweifelt versucht, aus diesem Schund hier Kunst zu machen. Aber solange nicht dafür gesorgt wird, dass ich meinen Ernährungsplan einhalten kann, so lange wird hier keine Meter Film gedreht. Kann ich dir vielleicht irgendwo etwas zu essen besorgen? Es wäre mir eine große Ehre. Danke für das Angebot, Kleiner. Aber ich glaube nicht, dass du Ahnung von einer ausgewogenen vegetarischen Ernährung hast, wenn ich mich dich so angucke. Moment, ich bin Vegetarier. Frittiertes vegetarisches Essen ist es nicht, was ich im Sinn habe. Ich benötige eine ausgewogene Mischung aus Eiweiß, Kohlenhydraten und exotischen Gewürzen. Diese Spezialkost bekommst du nicht an jeder Imbissbude. Ich kann ja trotzdem mal meine Augen offen halten. Ich habe in diesem Spiel schon wesentlich schwerere Rätsel geknackt. Spiel? Spiel des Lebens. Das Spiel des Lebens. Naja, verstehe. Jo, Kleiner, tu, was du nicht lassen kannst. Und sobald für meine kulinarischen Bedürfnisse gesorgt wurde, stelle ich mich auch wieder bereitwillig vor die Kamera. Sonst noch was, Kleiner? Oh, verflixt! Jetzt hätte ich fast vergessen, was ich dich eigentlich fragen wollte. Ja, welch Glück für mich, dass es dir wieder eingefallen ist. Worum geht's? Ich bin auf der Suche nach einer Katze. Groß, weiß, viele Fusseln. Sehe ich wie ein Tierheim aus? Was weiß ich denn, wo deine Katze ist? Ich bin sowieso eher der Hundetyp, Kampfhunde. Nun, das ist eine lange und traurige Geschichte. Um es kurz zu machen, kam hier ein Paket mit einer Katze drin an in der letzten Zeit? Kleiner, wenn es nicht einmal das Catering bis zu mir schafft, denkst du da wirklich, ihr würdet es irgendein Paket mit einer Katze drin bis zu mir schaffen? Außerdem sagte ich dir doch, dass die Zufallsbrücke eingestürzt ist. Ich habe hier seit Tagen keinen Lieferanten mehr gesehen. Schade. Hätte ja sein können. Nee, Kleiner, tut mir leid. Und dank meiner Katzenhaarallergie hätte ich jedes Katzenpaket im Umkreis einer Meile aufgespürt. Und jetzt entschuldige mich, Kleiner. Ich muss noch etwas Energie sparen, bis das Essen da ist. Das war das letzte Mal, dass ich so einen Billigstreifen gedreht habe. Diese kleinen Filmcrews haben einfach keine Ahnung, wie man einen Star meines Kalibers korrekt behandelt. Ja, in Zukunft halte ich mich besser wieder an Michael Bay oder Roland Emmerich. Oh, da gibt's noch eine Baumstammattrappe. Okay, die Pizza krieg ich immer organisiert, die vegane, ne? Hoffe ich. Typisch Film. Alles nur Schein und Sein. Dieser Baumstamm besteht nur aus Pappe, Sperrholz und Farbe. Okay, Filmkamera gibt's noch? Ich hoffe, die geht wenigstens. Ein Movie Master 6000 Professional. Ziemlich hochwertig für eine solche Billigproduktion. Das soll wohl ein Zelt der amerikanischen Ureinwohner darstellen. Ist aber nur ein billiger Aufsteller aus Sperrholz. Okay. Gut. Also, die Aufgabe wäre jetzt dem netten Schauspieler, ich drücke es jetzt mal so aus, veganes Essen zu besorgen, ihm mit dem Licht zu helfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Generator antreibe. Ja. Ich brauche Mine für mein Coulé, damit ich in das Postamt endlich mal hineinkomme. Und den Totempfahl. Ein Schauspieler, zwei hätte ich vielleicht auch. Flat und Susi. Ich werde mal gucken, ob ich die hierher bewege. Ich würde jetzt aber noch mal in die Pizzeria gehen und gucke, ob ich die Pizza abschrauben kann. Sie, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Bestimmt. Alfredo! Willkommen zurück, mein junger Freund. Strebst du doch eine Karriere als Pizzajunge an? Eine gute Entscheidung. Scheinbar kriege ich Kenny.
Gibt es schon Ihre neue sensationelle vegane Käsepizza zu kaufen? Leider noch nicht, mein junger Freund. Das Paket mit meinem selbst erfunden. Ich rechne okay, aber... Okay, ich muss den 3D-Druck. Das ist in meiner... Sie haben... Na, das hat man schon. Das ist wichtig. Und für Sie die Frage wirst du dir wohl selbst... Und wie kam es da... Nun... Um Tierleid zu verhindern? Ja. Vor 3... So ein Schweinchen, das in jede Handtasche passt? Ja, was? Und hatte auch ich doch wenn ich meine liebe Frau im ersten Moment mit ein paar wirklich unfreundlichen Schimpfwörtern getadelt habe, ist mir Schweinchen Betty mittlerweile... Da wurde der Hausschwein zu Hause. So, jetzt habe ich ganz schön übersprungen. War es mir unmöglich, eine Salami-Pizza zu backen, ohne Bettys süßes, aber tief trauriges Gesicht vor Augen zu haben. Naja, und auch wenn mich die Umstellung dann durchaus einige Kunden gekostet hat, bereue ich es nicht, dass meine Speisekarte nun frei von Tierleid ist. Finde ich ganz toll, wirklich. Ich selbst bin auch Vegetarier. Und eine vegetarische Salami ist mittlerweile kaum noch von einer echten zu unterscheiden. Tja, aber wie dem auch sei. Zurück zu meiner Erfindung. Dem Cheese Replicator 2000 XL. Toller Name übrigens. Die Maschinen auf dem Raumschiff Enterprise, die Nahrung produzieren, heißen auch Replikatoren. Was glaubst du, woher ich diese Inspiration habe? Wirklich? Wow! Yep. Captain Picard wäre stolz auf meine Erfindung. Eine Erfindung, die jede Sorte Käse, wirklich jede Sorte, zu 100% auf molekularer Geschmacksebene nachbilden kann. Und das ist wichtig, auch die Konsistenz ist identisch zu der von echtem Käse. Der Käse wird feincremig auf jeder Pizza zerlaufen und enthält eine leichte, goldig-braune Kruste beim Backen im Backofen. Und das mit zu 100% veganen Zutaten. Nicht einmal Milch wird benötigt. Wow! Das klingt in der Tat wirklich revolutionär. Ist die Käsebasis dann Hefe? Oder ein anderes organisches Treibmittel? Oh, bitte habe dafür Verständnis, dass diese Information top-secret ist. Ich habe nicht 2 Jahre jede freie Minute an meinem Käsereplikator entwickelt, nur um dann seine Geheimnisse dem erstbesten Pizzajuck. Na klar, verstehe ich. Ich finde es nur super spannend. Ich habe bisher noch keinen veganen Ersatzkäse gegessen, der auch wirklich zu 100% nach echtem Käse schmeckte. Mein Käse, beziehungsweise meine Käsepizza, unterscheidet sich geschmacklich nicht von echter Käsepizza. Und das bis auf das letzte Aromamolekül. Interessant. Faszinierend. Und sollte der Probelauf in meiner kleinen Pizzeria ein Erfolg werden, werde ich durch Lizenzierung des entsprechenden Patentes die Ersparnisse meiner Großmutter ruckzuck wieder einspielen. Oha. Und in einem letzten Schritt werde ich Alfredo Pizzerien im Es wird der Beginn einer neuen Ära sein. Ich bin ehrlich schwer beeindruckt. Und würde liebend gern als Erster von ihr... Aber gerne doch. Nur leider, wie gesagt, sollte aber jeden Tag eintreffen. Schau doch einfach morgen nochmal vorbei. In Ordnung, ich kann es kaum erwarten. Du wirst begeistert sein. Dein, was mich daran glauben lässt, dass unser Planet vielleicht doch noch eine Chance hat. Ich glaube ganz fest an die Utopie des 23. Jahrhunderts von Raumschiff Enterprise. Und wer weiß... Vielleicht steckt dann ja eine Folgegeneration ihres Cheese Replicator 2000 XL in jedem Raumschiff der Vereinigten Föderation der Planeten. Da bin ich mir fast sicher. Kann ich dir... So, okay. Nee, ich gehe dann mal Danke. Wieder. Ich gehe dann mal besser wieder. Also. Natürlich. Wir haben viel du bist zu tun. Bei Alfredos jederzeit willkommen. Mhm, danke. Viel zu tun. Als erstes, ich komme nicht weiter, wenn die ihr Sachen nicht haben. Ich brauche vegane Pizza für den Schauspieler. Ich muss dem Filmproduzent helfen. Ich müsste noch zu Susi. Vielleicht nehme ich die mit zum Filmset, wenn der Entwickler doch zugelassen hat. Vielleicht bin ich mal auch flat als Schauspieler. Empfehlen wir die Schauspieler. Der macht wahrscheinlich auch gratis mit, wenn er überhaupt irgendwo mitmachen kann. Ja. Aber dazu muss ich wahrscheinlich in dieses hintere Teil der Brust. Komme ich aber nur rein, wenn ich Ersatztinte kriege. Das wäre eine Herausforderung.
So mache ich aber nächste Woche weiter. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.